So. So. So, 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 so. Moin. Sieht man das wieder, dass ich ihn zugelegt habe? Wenn ich so mache, nicht. Okay. Usan, wir wurden auf YouTube gefragt, was man denn beachten sollte, wenn man mit seinem Auto auf die Rennstrecke möchte. Und da dachte ich, machen wir doch mal ein Video draus. Machen wir ein Video draus. Ja. Dann machen wir ein Video draus, ja. Ja. Erstmal, hi und guten Tag. Und, oder je nachdem, wann ihr es kommt, guten Abend, guten Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Prost und Mahlzeit. Ja. Haben wir alles jetzt. Ja. So, ja. Ja, wo würdest du anfangen? Nein. Ja gut, es kommt immer darauf an, was hat man für eine Basis. Also wenn du eine komplett durchgerockte Karosse hast, wo die Achsen auch komplett Mulu sind, dann würde ich erstmal sagen, bringt man erstmal das Fahrgestell in Ordnung, Karosse in Ordnung. Dass einfach mal ein Auto dasteht, wie es dastehen sollte. Wichtig ist, wie gesagt, Karosserie, dass dein Fahrwerkbremsen vernünftig sind, anständige Reifen. Das wären so die Sachen, womit ich anfangen würde. Ja. Also nicht wie die meisten, also es ist leider wirklich so, aber die meisten Leute wollen direkt, ich schaue mir eine Auswahlanlage drunter, ich mache einen Turbolader oder was weiß ich. Ich glaube, das ist erstmal der falsche Weg. Oder die sagen, ich mache einen Breitbau draus, guck, dass die Karosse vernünftig ist und dass die Achsen vernünftig sind, also auch Buchsen und so ein Quatsch. Fahrwerk, anständige Räder und dann habt ihr eigentlich schon mal, sagen wir mal, ein Auto, was relativ gut funktioniert und fährt. Für die Rennstrecke ist es dann immer noch nicht optimal, aber ich sag mal so, für die Rennstrecke, Felgen, Fahrwerk, Reifen, es muss keine große Bremse direkt von Anfang an sein, je nachdem, was ihr vorhabt, vor allem, wenn ihr dann erstmal mit Serienleistung fahrt. Also ich fahre sogar selber noch in meinem Kompressor NA eine Serien 255er mit anderen Scheiben und Belägen. Das finde ich für den Anfang vollkommen ausreichend. Oder für Leute, die sagen, ich fahre ab und zu auf dem Trackday und auf der Landstraße, finde ich es eh, ist in Ordnung. Ja. Besser geht immer, ne? Deswegen, und danach würde ich auch noch anfangen, Sachen für die Sicherheit zu tun, also Gurte, Bügel, Sitze und gar nicht erst mit viel Schwachsinn drumherum doof. Also was heißt Schwachsinn? Also ja. Ja, erstmal drum gucken, dass man ein sicheres Auto hat, eins, was fährt, funktioniert, bremst und was man auf der Straße halten kann und nicht mit so Sachen wie Leistung und Bodykit und das kann man und Aero, das kann man alles machen, wenn man mal ein Auto hat, was fährt, funktioniert und sicher ist vor allem, weil ich glaube, keiner will sich, weil man weiß nie, was passiert. Man das muss nur blöd abgeräumt werden. Genau, abgeräumt werden, du sagst das, weil du musst nicht mal selber dran schuld sein. Und deswegen würde ich immer anfangen mit Sicherheitsthemen, wie gesagt, Innenraumbügel und das grundlegend, das Auto muss halt auch fahren und funktionieren. Deswegen Fahrwerk, Bremsen, anständige Reifen und dass die Buchsen halt in Ordnung sind. Bei Fahrwerk, was würdest du da jetzt so, wenn du jetzt neu anfangen würdest, was würdest du dir da reinmachen? Es kommt immer sehr stark darauf an, was man vorhat, also wie viel man auf dem Track fahren will, wie viel man auf der Straße fahren will. Ob man das Auto auch noch daily benutzt oder... Genau. Also ich habe jetzt aktuell, es war mal ein Neomax S, wo andere Federn drin sind. Die Federrate ist wie in einem R, oder das ist glaube ich in einem Superlow, die sind glaube ich ein bisschen anders. Ja. Gibt es überhaupt noch einen Superlow? Ich glaube schon, ja. Ne? Das gibt es noch, ja. Und wie gesagt, weil da härtere Federn drin sind, weil ich irgendwann gesagt habe, das Auto wird fast nur noch auf dem Track bewegt, ab und zu fahre ich auf der Landstraße mal, ja. Aber mittlerweile ist es ein bisschen ausgeartet, das Auto. Ein bisschen. Das ist das Auto, von dem wir reden. Ja, das war das Auto, was mein Überbrückungsfahrzeug war, bis mein weißer NA fertig gebaut ist. Und ja. nee, aber ich habe gerade schon wieder... Jo, also du würdest theoretisch anfangen mit einem Neomax... Neomax, also Neomax S, würde ich sagen, ist eigentlich so das Beste für bisschen, also für Landstraße und ab und zu Trackdays. Das gute Allrounder. Genau, das geht eigentlich für alles. Da kannst du noch im Alltag mitfahren, da kannst du sportlich auf der Landstraße fahren. Auf dem Track, je nachdem, wie viel du fährst und irgendwann wirst du immer besser, immer schneller... Dann würde ich schon irgendwann, glaube ich, auf den Neomax R gehen. Mhm. Reifen? Das kommt auch immer drauf an. Fährst du im Alltag, fährst du viel, fährst du auch bei Schlechtwetter, also bei Regen, jetzt nicht unbedingt bei Schnee.
weiß nicht, ob es unbedingt ein AR1 sein muss, wie bei mir, weil finde ich jetzt im Regen nicht so der optimalste Reifen. Also, aber für die Rennstrecke bei trockenem finde ich, ist der AR1 ein guter Reifen. Jetzt haben wir den neuen, den testen wir in Spa. Genau, der den ist auch schon CRS, glaube ich, heißt der, ja. Nankang CRS. Der ist auf Jan seinem gelben MB schon drauf. Also bereit für in 3-4 Wochen. Vier Wochen. Oh, ich habe noch 4 Wochen, um das Auto fertig zu machen. der ist schon drauf, der wird da getestet, aber soll von den ganzen Bewertungen her schon mal sehr gut sein, soll auch besser als der R1 sein. Wahrscheinlich wird das Nasswetterverhalten dann dementsprechend auch ein bisschen schlechter sein dann. Nee, aber bin mit dem R1 eigentlich, Nankang R1, ziemlich zufrieden. Ja, und für mehr Alltagstauglichkeit NS2R. Ja, ja. Wobei das auch von Toyo und es, da gibt es viel Auswahl. Das ist halt, es gibt ja genug Leute, die sagen, ich habe mit dem Reifen nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich persönlich AR1 und werde irgendwann mal, also wenn die Reifen unten sind, werde ich den CRS ausprobieren und dann mir selber meine Meinung drum bilden. Ja. Und vielleicht dann auch umsteigen dann komplett, dass ich dann die Reifen danach wieder. Ja. Und AR1, ein Neomax S. Und wie gesagt, wenn man irgendwann sagt, okay, dann kann man immer noch auf ein R, aber direkt ein R anfangen, wenn du sagst, du fährst auch trotzdem nach Randstraße, ist es halt schon ein gutes Stück härter und straffer. Ja. Man kann es machen, definitiv. Aber ich glaube, dann bist du eher schon bei 70, 30, dass du eher 70% Rennstrecke und 30% Landstraße fährst. Also fast wie bei mir dann. Ja. Ja. Buchsen ist halt je nachdem. Wenn du Serienbuchsen hast, die in Ordnung sind, kannst du damit auffahren mit PU-Buchsen. Ich habe bei mir auch noch Serienbuchsen drin. Aber da bin ich ehrlich, da bin ich einfach nur gerade aktuell im Zeitstress, deswegen würde ich nicht hinkriegen. Aber das ist auch alles noch geplant. Aber die sind auch nicht so schlimm. Deswegen. Mhm. Und ja, Überrollbügel ist ja, da hast du ja eigentlich relativ viel Auswahl. Ja. Sitze hast du auch aus, weil da gibt es jetzt auch nicht, wo ich sage, okay, den für die Rennstrecke und den nicht für die Rennstrecke, Hauptsache einen anständigen Schalensitz und jetzt nicht unbedingt einen besattelten Originalsitz. Ja. Ja. Du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, was vielleicht gar nicht so unwichtig wäre. Bodykit. Eine vernünftige Vermessung. Eine vernünftige Vermessung, ja, guck, ich habe schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall, wenn man ein Fahrwerk eingebaut hat und auf der Rennstrecke fahren will, halt auch dementsprechend eine anständige Vermessung machen lässt. Und ja, weil ohne Vermessung kannst du das beste Fahrwerk drin haben das, oder die besten Reifen haben, das fährt sich dann nicht toll. Wirklich nicht toll. Ja, das Auto hatte auch mal so eine Vermessung. Ja. Das Auto war dem da. Ja, das sind eigentlich so die grundlegenden Themen. Und danach kann man immer noch, wenn man einmal, wie gesagt, anständiges Fahrwerk, Reifen, Felgen und die Sicherheit gemacht hat, Lenkrad, ein vernünftiges vielleicht, dass man vernünftig drin sitzt. Ja. Und dann würde ich erst so Themen anfangen wie, ich fange an mit Leistung, beziehungsweise wenn ich einen Breitbau haben will, mit Breitbau und Aero und das kommt alles dann. Was bringt dir ein Breitbau auf der Strecke? Gut, wenn du mehr Leistung hast, kannst du breitere Felgen fahren, breitere Reifen, dadurch mehr Grip und ja, eigentlich so das Hauptthema, wie so man Breitbau fährt, wobei es bei mir eigentlich nicht nötig wäre, weil das sind eigentlich 8x15 mit 205er Reifen und das wäre eigentlich auch unter einem Serienbody gegangen, das hat sich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie das sich das ergeben hat irgendwie. Das war auf einmal da. Das, ja. Irgendwann habe ich mir die Stichsäge genommen, hat den Kotflügel ausgeschnitten. Das ist leider bei mir immer so. Ja, und Breitbau ist für viele Leute. Also die meisten Leute, die ich kenne, die einen Breitbau machen, die machen das, glaube ich, einfach nur wegen der Optik. Aber eigentlich, damit du einen anständigen Reifen und ein anständiges Rad drunter bekommst. Und ja, genau. Und irgendwann, wenn ihr sagt, ihr wollt nur so ein Auto zum Überbrücken haben und vielleicht mal ein bisschen Trackday fahren, dann kommt dann sowas dabei raus. Dann habt ihr irgendwann 2 Wochen lang den kompletten Kabelbaum aus dem Auto rausgeholt, komplett aufgemacht, alles Unnötige rausgemacht. Ja, noch nicht ganz alles Unnötige, weil Fensterheber sind noch drin. Dafür kein Dach mehr. Kein Dach mehr, kein Radio, keine Heizung, kein
Also eigentlich gar nichts mehr. Ich habe Beleuchtung und der Motor läuft. Ja. Und die Fensterheber gehen. Ja, wie gesagt, und so andere Sachen wie sich einen Shifter einzubauen und mit schöner Schalt, das kommt alles irgendwann nach und nach. Das sind jetzt auch keine dringlichen Sachen. Ich würde, wie gesagt, erstmal anfangen, dass eine gute Basis dasteht, mit einem vernünftigen Fahrwerkreifen und für die Sicherheit. Also ich kenne, wir haben ja jetzt auch hier einen Kunden, der fährt auch viel Track. Das kann ich nicht verstehen. Beziehungsweise der fährt viel, glaube ich, Nordschleife. Das Auto ist letzte Woche weggegangen. Geschmiedeter Motor, Turbo, Diff-Ölkühlung, Getriebeölkühlung, alles drin, alles an Kühlung, was du drin haben kannst. Aber hat einen Originalsitz und keinen Bügel, dann. Leben das, am Limit. Genau. Das Auto sieht von außen aus wie ein Standard-NBFL. Und hat richtig Bums in der Hütte und alles an Kühlung und alles, was du haben kannst. Aber manche Leute wollen das so, aber ich würde immer mit Sicherheitsaspekten anfangen und gucken, dass das Auto einmal vernünftig fährt, bevor man auf viel Leistung geht oder auch an sich auf mehr Leistung geht. Ja. Wie gesagt, wir haben ungefähr 15 Mal dasselbe gesagt, Felgen, Fahrwerk, Reifen. Aber grundlegend, wie gesagt, weil es das Wichtigste ist, einmal Karosse, alles drumherum, dass es fährt und Leistung ist erstmal Schnickschnack. Ja. Gut. Wie gesagt, das kommt früher oder später so oder so. Und ein MX-5, je nachdem, welche Rennstrecke du hast, macht auch mit Serienleistung Spaß. Ja. Solange du jetzt nicht gerade unbedingt eine Rennstrecke hast, wo du eine Gerade hast, wo du rein theoretisch 300 fahren könntest. Anno? Anno. Doch, war auch mit den 130 PS, mit dem auf dieser Geraden, da könntest du nebenbei entweder einen Film gucken oder einen drehen. Spa. Ja, da bin ich leider noch nicht mit Serienleistung gefahren. Da bin ich an sich noch nie gefahren. Das wird das erste Mal jetzt mit dem Auto. Ich hoffe, ich lasse das Auto auch ganz. Also was man auf jeden Fall nicht unbedingt braucht, sind Druckluftheberanlagen, wenn man nur ein bisschen Track fährt. Ja, das wenn ist... Man, das ist schon was Cooles, ja. Ja. Gut, das ist halt eigentlich nur noch ein reiner Rennwagen. Ja. Deswegen kann man das machen. Das ist halt dann auch... Zum Bügel die nächste Ausbaustufe. Der Käfig ist bei dir auch. Ja, nach dem Bügel wäre der Käfig. Ja. Und dann, wenn du es komplett fliegen lassen willst, dann halt so, ne? Aber ja. Weil das ist ein kompletter Einschweißkäfig und hast halt viel mehr Streben. Ja. Viel mehr Stabilität. Viel weniger Verwendung. Ja. Was sagst du zum Thema Wasserkühler? Sollte man dann bei Serienleistung. Macht das Sinn auf der Rennstrecke? Ja, also Kühlung ist bei einem MX-5 eigentlich immer Thema. Deswegen, wenn man auf der Rennstrecke fährt, wie gesagt, das bei uns meistens ja immer, wenn man mehr Leistung hat, ist bei uns meistens mit ja. in den Kits Ölkühler, Wasserkühler. Man kann das aber auch schon gern vorher machen. Das ist, das finden die Autos nicht schlecht. Ja. Weil ich hatte es auch schon... Auf der Rennstrecke, je nachdem, wo du fährst, weil Meppen war zum Beispiel nicht so geil, weil du hast kaum Geraden, nur Kurven, also kaum hohe Fahrtgeschwindigkeiten und Anströmung von Luft. Da wurde dafür mein Auto, aber viel Vollgas dafür aus den aber Kurven viel, raus. Genau, viel Vollgas. Zweiter, dritter Gang eigentlich gefühlt nur im Begrenzer. Das fand das Auto auch nicht so toll. Das wurde trotzdem mit Wasserkühler sogar zu heiß. Deswegen muss da noch ein Duckding rein, weil das ist sehr wichtig. Ein Duckding hilft auch wirklich sehr, sehr viel. Ja. Also man könnte halt, nachdem das Auto mal sicher und vernünftig ist, mit der Kühlung loslegen, bevor man mehr Leistung anfängt. Das, daran denke ich gar nicht mehr, weil das bei uns schon direkt... Das ist alles, Standard. Ja, ne? Ja. Deswegen. Ja. Ist mir auch gerade erst eingefallen. Ja. Ja. Und wie gesagt, Bremsen. Muss keine große Bremse sein. Ich fahre auch andere Scheibenbeläge. Auch die Wartung machen, dass man... ich glaube, da sind sogar noch Tarok-Scheiben, die sind schon so lange drauf. Wobei es gibt, was haben wir? Der DBA aktuell, ne? Mhm. Die sind, hatte ich auf dem Mazda 6. Gut, Mazda 6 bin ich jetzt nicht auf dem Track gefahren, aber Mazda 6 hat zum Beispiel Probleme, dass die Bremsscheiben vorne krumm werden bei längeren Autobahnfahren, beziehungsweise wenn du zweimal von 180 runter gebremst hast. Dass du so ein Vibrieren im Lenkrad hast, das so macht. DBA-Scheiben drauf und weg. Achso. Ja. Und wie gesagt, Flüssigkeiten von dem Fahrzeug an sich mal eine Wartung. Das ist für mich halt so selbstverständlich, dass ich vergesse zu erwähnen. Ja. Gut, das hast du ja im Prinzip schon gesagt, mit einem soliden Grundzustand.
Ja, aber manche bestehen unter soliden Grundzustand halt, das Auto rollt. Also, ja. Ja. Deswegen, also Antrieb, am besten mal alle Flüssigkeiten, wenn sie nicht gewechselt worden sind. Je nachdem, wie alt der Zahnriemen ist, das ist auch ein Thema. Ja, nee, wie gesagt, das sind die wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen. Und irgendwann, wie gesagt, kommt Spinneritis in den Kopf, dann fängst du an mit Leichtbau und hier und da und jenes. Und dann Fastback und ja, hast dann das Überbrückungsfahrzeug zu einem Flugzeug gebaut. Und wobei das ja bis auf Leistung, doch, bis auf Leistung ist eigentlich schon ziemlich weit ausgebaut. Ja. Ja, gut. Das war's dann. Ja. Tschö. Jalla.